Okay, Rose, wir machen die Anmeldung zusammen, okay? Bist du bereit? Okay. Hallo Leute und willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal und heute gibt es die dritte Folge zu Shadows of Rose. Ja, das hier ist schon der dritte Part meiner Videoreihe zum DLC von Resident Evil 8 Village und zwar eben Shadows of Rose. Beim letzten Mal sind wir unserer Zwillingsschwester gefolgt, also dieser anderen Rose da. Was wir gefunden haben, könnt ihr gern beim letzten Part abchecken, das ich hier beim i verlinkt habe. Endlich weiß ich, wie das geht. Und letztes Mal sind wir vor dieser gelben Tür hier stehen geblieben, weil uns eine mysteriöse Kraft, die uns geholfen hat, hierher geführt hat und jetzt gesagt hat, wir sollen hier durchgehen. Ja, diese mysteriöse Kraft hat auch gesagt, hier wäre es zu gefährlich, deshalb müssen wir jetzt weitergehen. Also würde ich sagen, gehen wir weiter. Was verbirgt sich hier? Okay. Ich finde natürlich auch immer noch, dass das hier aussieht wie Lady Dimitrescu's Zimmer und wieder so eine Rose. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, nehmen. Was ist das? Ein Heil. Oh Mann, erste Hilfe-Set. Das heißt, wir müssen uns bald heilen. Ach Mann, ey. Ich will nicht. Kann ich wieder zurück? Ich will nicht mehr. Tschüss. Ich kann wirklich zurück. Okay, aber jetzt müssen wir weiter. Shift. Okay, mit Sie Shift. tun mir so leid. Ja. Das heißt, hier sind die Dinger auch. Ach Mann, ey, Rose. Also wirklich, wenn ich Rose wäre. Das hat für mich jetzt irgendwie wie Eisenberg geklungen. Aber ich muss sagen, wenn ich Rose wäre, ich wäre schon längst wieder weg. Ist das? Nein, das ist nicht der ich denke. Oder? Lady Midi-Tests Schloss ist das und. Nein, das ist jetzt nicht der, oder? Das ist nicht der ich denke, der es ist. Ist es er? Ist das? Es ist der einzige. Es ist der wahre, der einzigartige. Oh Mann. Nein. Das ist der Rose-Klon. Und so ein Zombie. Wieder eins geschnappt. Was? Duke. Es ist Duke. Ein lebhaftes Ding bist du. Wärst du doch mit dieser Energie weggelaufen? Das hätte dir ja deutlich unterhaltsamer gemacht. Was? Lass mich los! Lass mich los! Mir scheint, diesem Häschen fehlt es etwas an der nötigen Standhaftigkeit. Was? Duke kontrolliert diese Pilzviecher. Ein Jammer. Mit ein bisschen mehr Biss wirst du sicher entkommen und der Kristall gehörte jetzt dir. Du. Der Kristall? Der Kristall? Ach Mann, ey. Was haben wir da? Wieso so dumm? Das verfolgt werden möchte. Nein, bitte nicht. Duke, lass Wie mich einfach. Schnell wird es diesmal wohl sein? Nein, Duke, lass mich in Ruhe. Ich bin. Findet sie! Bringt sie mir! Nein, bitte nicht. Krieg ich wenigstens eine Waffe oder so? Weg hier! Ich muss hier raus. Nein, nicht schon wieder, Duke, du Arsch! Wieso? Du hast doch meinem Dad damals geholfen. Ah, weg hier. Okay, es war wirklich schön hier, Duke, aber weißt du, deine Fettfresse da habe ich jetzt auch nicht wirklich vermisst. Ich glaube, ich werde gerade gefetcht. Okay, okay, tschüss. Ich muss dann mal, ne? Ich muss dann mal weiter. Tschüss. Ein Glück. Ein Ausgang. Endlich. Gut, tschüssi. Ah, Mann, Duke, du Mieser! Nicht dein Ernst. Oh. In Gefahr. Ja, danke schön. Hätte ich nicht gedacht, brauchst. Waffe. Ja, wo ist eine Waffe? Ich will eine Waffe. Pistole. Wo ist eine Pistole? Echt jetzt? Woher bekomme ich jetzt eine Pistole? Woher denn bitte? Ja. Berühre mein Wort. Was? Etwa so? Und ich sehe gerade, die hat da was an der Hand, das wahrscheinlich irgendwie vom Pilz ist und. Oh. Nice. Ja, Leute. Ihre erste Pistole. Sie wird so schnell wachsen! Zielen und schießen. Okay, so und. Headshot! Stirb! Tot! Ja. Gut, okay. Kann ich das auch anschießen? Okay, nee. Aber, wo muss ich jetzt lang? Okay, hier kann ich nicht weiter. Aber das heißt, jetzt kann ich mich verteidigen.
Nice, endlich habe ich eine Waffe. Darauf habe ich schon lange gewartet. Was ist das? Nehmen. Pistolenmunition. Nice. Für was brauche ich Munition? Das ist eine magische Pistole, die mir eine mysteriöse Kraft gegeben hat. Och Mann, ey, jetzt dachte ich, ich hätte unendlich Schuss. Mal sehen, wo ich das nächste Häschen finde. Okay, aber was hat das eigentlich mit Duke zu tun? Weil er hat ja Ethan sogar mal geholfen, aber... Jetzt, der Kristall. Das muss der Kristall sein. Kann ich den einfach nehmen? Ein großer Kristall, der zu zartblau leuchtet, oder? Oh, was ist das? Ah, muss ich dort was reinstecken? Aber eine Frage, kann ich nicht auch einfach irgendwie draufschießen oder was? In die etwas gehört, okay, aber kann ich nicht einfach Bam machen und dann habe ich ihn. Okay, also ich muss hier etwas finden, das da reinkommt. Untersuchen. Bronze, Silber, Gold, der Masken 3 bringen sie zu uns und der Kristall sei frei. Ich brauche wohl diese Masken, um ranzukommen. Okay, wartet, hat nicht Duke auch seine Maske im Gesicht? Ach Mann, ey, aber was macht Duke eigentlich jetzt hier? Weil es wirkt nicht so, als ob er nur eine Erinnerung wäre. Es wirkt eher, als ob er sozusagen sein Bewusstsein hier in dieser Welt ist. Und auch interessant, dass das hier jetzt im Lady Dimitrescu's Schloss ist, das im Hauptspiel untersuchen. Ja, ich hab... Ja, jetzt nichts. Präsentiere jenen, der die Wahrheit mit drei Augen sieht. Okay. Suchen. Ja, ich habe ja nichts. Irgendwas fehlt. Ja. Dankeschön für diesen hilfreichen Hinweis. Pistolenmunition. Warum liegt eigentlich hier überall Pistolenmunition? Ist das von der mysteriösen Kraft? Nebenbei, meiner Meinung nach, ist die Kraft vielleicht sogar Ethan, der Rose jetzt hilft. Och, Mann, ey. Ey, das ist doch... Das ist der Raum, in dem Ethan... Nein, nachladen. Ah, lass mich in Ruhe. Schön so, auf den Boden. Und stirb, ganz langsam und verzweifelt. Okay. Das ist der Raum, in dem Ethan die Vampir-Tochter davon Lady Dimitrescu besiegt hat. Sogar mit kaputtem Fenster. Da. Das ist interessant, aber das heißt, hier geht's wohl weiter. Bolzenschneider. Oh, damit kann ich die Tür öffnen. Nice. Und hier von der anderen Seite verschlossen. Okay. Aber Leute, ich bin irgendwie jetzt froh, dass ich irgendwie eine Waffe habe, mit der ich mich verteidigen kann. Ja. Endlich irgendwas. Wenn Rose da nicht ihre Superkräfte benutzen kann, muss halt die Waffe ran. Okay. Ah, die Kraft hilft uns wieder. Over here. Öffnen. Hier drüben. Was ist hier? Sollte helfen. Wenn du wirklich helfen willst, hilf mir mit diesen Viechern. Kann nicht. Was? Also bin ich quasi allein? Toll. Wieso kann die Kraft uns Waffen und Zeug geben, alles, Munition und so, aber uns nicht helfen? Wird sie vielleicht von irgendetwas oder jemandem zurückgehalten? Okay, jetzt habe ich die Tür aufgemacht. Okay. Oh Mann. Ah, dort ist eine Maske. Oder? Okay. Kraut. Mal nehmen. Okay. Aber hat das der Aspekt mit Duke, finde ich interessant. Hier wachsen überall diese ekligen runden... Was? Pflanzen? Also, okay. Aber hat den Aspekt mit Duke, finde ich interessant, weil Duke war ja einfach nur dieser Händler und oh. Die Maske. Maske eingeschlossen. Kern zerstören. Kern. Und wie mache ich das? Bosskampf? So das eklige runde Ding? Wie soll ich das zerstören? Benutzt deine Kräfte. Meine Kräfte? Ich bin eigentlich hier, um sie loszuwerden. Naja, du musst sie benutzen, um sie loszuwerden. Einzige Möglichkeit. Ich bin schon ziemlich sicher, dass es Ethan sein könnte. Gut, aber wie? Was muss ich tun? Weil ich glaube, er ist das Einzige, was etwas Gutes für sie will. Brauchst Verstärkung. Verstärker? Verstärker, okay.
Geh weiter durch Tür. Okay. Das heißt, ich brauche etwas, um meine Kräfte zu verstärken, damit ich das Ding hier zerstören kann. Gehen wir mal los. Oh Mann, hier ist wieder eine. Hier sind wieder diese drei Augen. Verschlossen. Okay. Schießpulver. Okay, nehme ich mal mit. Ah, eben. Duke war doch immer dieser. War immer dieser Händler bei Resident Evil. Hat. Oh Mann, hier ist noch eine. Hat. Ethan sogar geholfen. Und jetzt ist er irgendwie hier in dieser Welt der Böse. Okay, und hier ist wieder dieses Zeug. Nehmen F, I, Chemikalie. Okay, nehme ich mal mit. Und hier noch ein Zettel. Hab ein paar nützliche Kombinationen herausgefunden. Kraut plus flüssige Chemikalie. Schießpulver plus flüssige Chemikalie. Es gibt sicher noch mehr Dinge, die man kombinieren kann. Was ich auch tun muss, ich werde überleben. Wer hat das geschrieben? War das eine andere Rose? Und aber was passiert, wenn man flüssige Chemikalien und das mischt? Kriegt man dann irgendwie etwas raus, irgendwie Medizin oder eine Waffe? Irgendwie so eine Art Bombe oder... Okay, ich glaube, ich werde mal hier reingehen. Und man, da ist noch eine. Okay. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich habe eine Waffe. Ich kann alles töten. Oh, nee. Nee, nee. Nee, kusch, kusch, kusch. Böse, böse. Ich kann alles töten. Hohoho. Nein, 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 nee, nee, ey, nee, 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 müsst jetzt nicht kommen. Oh nein, da ist noch eine. Nee, noch einer. Munition herauszunehmen. Okay. Die ist gerade eben gestorben. Das heißt, es gibt hier noch mehr solche Roses, die noch rumlaufen. Und Duke bezeichnet uns irgendwie als Hasen. Schießpulver. Okay. Aber... Okay, so. Nachladen. Inventar. Wo mache ich das Inventar nochmal auf? Okay, hier. Um Munition rauszunehmen. Welchen sind mit Q und... Okay. Okay. Wo geht's hier lang? Oh. Nee, lass das doch. Du bist aber ein böser Junge. Ganz, ganz, ganz hässlicher Junge. Ganz, ganz, ganz mieser. Denkst du, deine Mami hätte sowas für dich gewollt? Nee, nee. Wieso denn jetzt zwei auf einmal? Nachladen, nachladen. Wieso habe ich keine Munition mehr? Weg, weg, weg. Einfach weg. Einfach weg. Bitte. Nee, wieso habe ich jetzt keine Munition mehr? Okay, ich glaube, ich bin fürs Erste entkommen. Aber warum habe ich keine Munition mehr? Maskiert Psycho, sein riesiger maskierter Typ hat mir noch mehr von diesen Viechern auf den Hals gehetzt. Ich will gar nicht daran denken, was passiert wäre, hätte Michael mir keine Waffe gegeben. Wenigstens kenne ich die Basics, weil Chris und K mich zum Grundlagertraining gezwungen haben. Aber trotzdem, ich musste mich noch nie in echt verteidigen. Ich muss diesen Kristall finden und dann nichts wie raus hier. Und das hat Rose jetzt geschrieben und den auch gezeichnet, noch genug Zeit gehabt. Okay. Okay, das ist anscheinend ein Tagebuch. Ich würde ehrlich gesagt jetzt gerne mein Inventar irgendwie öffnen. Okay, hier. Aber, wie bekomme ich jetzt Munition? Wo muss doch Munition sein? Magische Kraft, kannst du mir keine Munition mehr geben, bitte? Michael? Toll, jetzt muss ich dort durch diese Tür gehen. Ich habe keinen Bock, Leute. Hab ich irgendwo Munition vielleicht übersehen? Kommt schon, wisst ihr, ich will doch nur Munition haben. Okay, dann würde ich mal sagen, einfach durch und los. Okay, einfach, nicht Augen zu und durch, aber zusammennehmen und durch. Ah, nee, nee, muss jetzt nicht wirklich sein. Okay. Ja, hat der gerade Durchfall oder so?
Die Info brauche ich jetzt nicht wirklich unbedingt, wisst ihr? Eigentlich gar nicht. Aber jetzt im Ernst, wo kann ich durch? Wie komme ich weiter? Ich glaube, durch das Zeug muss ich jetzt nicht unbedingt durch. Okay, da hinten steht einer. Aber okay, ich muss wahrscheinlich dort durch. Okay, hallo. Nein. Lass mich in Ruhe. Nee, nee, nee. Hallo. Geht's doch. Hey, lass mich los. Leute, ich komm da doch auch nicht durch. Ah, doch hier. Tschüss. Tschüss, du Losche. Weiter, weiter. Kommt er mir nach? Nein, okay. Die haben nur eine bestimmte Range anscheinend. Ich hab keine Munition, hallo. Da gehe ich auf keinen Fall durch. Ja. Vielleicht komme ich ja irgendwie oben drüber. Okay, ja. Michael, wo ist Munition? Michael, kannst du mir bitte Munition irgendwie geben? Hallo. Ich will doch nur Munition. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, geht's jetzt hier rüber, über die Leiter. Hallo, ja, ich bin's, Rose. Ich weiß, ihr seid große Stalker von mir, große Fans von mir. Ihr liebt mich, ihr kennt mich, ihr wollt mich aussaugen, meine Seele und alles, aber hab grad nicht wirklich Bock und Zeit drauf. Ich muss da diesen Kristall bekommen, damit ich mich säubern kann vom Pilz. Also ich muss da mal, ne? Okay, Rose, los, ja. 1, 2, 1, 2. Ha! Ja, ja. Okay, wo sind wir hier? Okay, mal einfach ganz nach oben. Okay. Okay. Mir gefällt's schon mal gar nicht. Wo ist Munition, bitte? Okay, hier sind ein paar komische Statuen. Aber wahrscheinlich kommen bald noch komischere Statuen. Okay, hier ist nix. Der Dachboden. Hm. Okay, also ich glaube, hier werde ich jetzt nichts wirklich finden. Ich will doch einfach nur diesen Verstärker. Wo ist dieser Verstärker? Hier liegt keine Munition. Nein. Ah. Okay. Speichern. Was? Das hier. Das ist doch einer dieser Variante-Behälter. Das ist einer dieser Behälter, in dem Rose drin war. Also ein Teil von ihr. Okay. Nebenbei gibt es hier irgendwo Munition oder so. Okay. Also, ja, das alles interessant. Ich glaube, ich würde aber jetzt mal erstmal speichern. Hier. Speichern. Gut. Okay, also, Rose, beruhig dich jetzt mal ein bisschen, wir machen jetzt eine schöne Pause, okay? Also Leute, das war's für diese Folge. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Like da und abonniert auch gerne den Kanal, um zukünftige Folgen nicht zu verpassen. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ja, ciao, tschüss!